Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Eusemanns 9 Minecraft im Survival Mode und zurück auf meinem Kanal. Ja, hat sich ein bisschen was getan. Nicht viel, aber so ein bisschen seit dem letzten Mal. Ich habe hier mal ein paar Podeste hingestellt für unseren Fortschritt, was den ATMs da angeht. Hier vorne kommen die drei Blöcke hin, die wir ja legieren müssen und so weiter. Dafür habe ich auch extra Truhen hingestellt, die Sachen da reinpacken können und eine demonstrativ hier oben drauf, wenn vollständig. Und hier haben wir schon mal die Patricks da und die Creative Essence. Die habe ich nämlich schon mal gemacht zwischenzeitlich. Ja, ich habe hier mal so ein bisschen mal die Quests ein bisschen voll gemacht hier. Also wir haben Basic Storage fertig. Applied Energetics haben wir fast fertig, bis auf die Megabyte-Komponenten. Und Bulk Item Storage, die brauche ich halt eben auch die Megabyte-Komponente für. Also das ist noch offen, das müssen wir ja noch mal machen. Aber noch nicht irgendwie zwingend, weil das hier ist für den Stern notwendig. Genau. Dann habe ich Industrial Foregrowing vervollständigt, zumindest was die Geräteproduktion angeht, also mehr auch nicht. Das haben wir noch gemacht. Und ich habe, was haben wir es denn? Agriculture fast fertig und fehlen nur die Awakened Komponenten, also Watering Tools und Armor. Die fehlen tatsächlich noch. Die würde ich jetzt aber noch nicht machen wollen, obwohl wir könnten es eigentlich machen, weil wir haben es abgeschlossen, ne? So lange braucht das ja eigentlich nicht. Naja, obwohl wir brauchen die ganzen. Ja, das machen wir nächstes Mal. Wir fangen heute nämlich. Nämlich mit dem nächsten Teil an, was wir brauchen für unseren Stern. Nämlich erstmal mit Botania. Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Ich glaube, von den Ingots hier gibt es auch, also von Terras, die gibt es glaube ich auch Seeds, soweit ich das weiß. Ja, mal gucken. Also, wir müssen auf jeden Fall erstmal den Anfang hier machen. Die ganzen Pflanzen habe ich ja irgendwann ja mal eingesammelt, ne? Während des Herumstreifens und Erkunden der Welt. Genau. Welcome habe ich schon bestätigt. Das heißt, das nächste brauchen wir erstmal den Blütenapotheker. So, und den würde ich tatsächlich in eine Etage bauen. Geh mal runter. Über den Spawner. Also eine Etage drüber. Den ich namentlich noch nicht belegt habe. Aber hier wäre der Spawner. Also gehen wir in die 12. Ich muss den Fahrstuhl ein bisschen verlangsamen, glaube ich. Das ist ein Speed-Fahrstuhl mittlerweile. Ich glaube, wegen der Problematik mal aufgemacht. So. Genau, das hier wäre unsere Etage. Und ja, gut, eine direkte Mitte haben wir ja bei der Bauweise hier nicht. Wo hier die Mitte wäre, aber ich würde hier vorne dann quasi das Podest hinstellen wollen. Und da wir hier das Podest hinstellen wollen, würde ich das mit, ja, weiß ich noch nicht, welchen Treppen. Wir können ja Schwarzholzeichentreppe nehmen, theoretisch. Ja. Genau. Und zwar würde ich hier vom Fahrstuhl aus, keine Ahnung, 7 Blöcke weggehen. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Also in etwa. Ja, machen es wieder doch ein bisschen breiter, ne? So. Müssen wir eigentlich eine Dreier-Kombi machen. Das wäre dann ja auch wieder nicht mittig, ne? Ich wüsste wohl genau die Mitte wäre, ne? Aber gut, ich glaube, eine ganze genau Mitte haben wir ja sowieso nicht bei dem Raum. Machen wir die nochmal weg.
Schwarz Eichen. Schwarz Eichenbretter. Nein. So. Und in der Mitte. Müsste die sein? Lass erstmal ein Loch. Meine Idee war nämlich. Das Ding braucht ja Wasser. Ich weiß nicht, ob man das mit einem ME-System befüllen kann. Ich würde es einfach mal ausprobieren wollen. Tatsächlich. Und zwar haben wir da ja irgendwo einen Tunnel. So. Wir probieren es einfach mal. So, das müsste eigentlich schon reichen. Wenn ich alles richtig gebaut habe, müssen wir jetzt sowieso... Genau. Ach, perfekt sogar. So direkt das Ende erwischt. So. Das heißt, ich brauche weißes Kabel. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wir werden es mal ausprobieren. Schaden kann es ja nicht. Wir brauchen einen Tunnel. Wir brauchen die Tunnelkarte für den Tunnel. Wir brauchen noch andere Kabel. Und da will ich aber mal... Nehmen wir mal hellgrünes Kabel. Dann habe ich auch noch welche da. Das klappt super. So. Ein hellgrünes Kabel. Dahinter. Wie gesagt, ich will jetzt einfach nur mal ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert. Wenn nicht, haben wir dann Kabel liegen. Was dann auch erstmal nicht so dramatisch ist. Das Kabel brauchen wir bestimmt sowieso nochmal irgendwie. Wenn es jetzt halt eben nicht funktioniert. So. Das Kabel. So, rein durch bis hier. Da brauchen wir nämlich einen Exportbus. Exportbus. Wir brauchen Beschleunigerkarten. So. Und da hier ganz gerne Water. Müsste ja rein theoretisch funktionieren. Wir gucken einfach mal. So, Anker. So, Anker. So. Dann wird das vorbereitet. Jetzt könnten wir das hier eigentlich schon mal so ein bisschen wieder zumachen. Vorne würde ich sagen, damit wir da noch an den Tunnel rankommen. Und den holen wir uns jetzt nämlich erstmal. So, wir sind auf Fahrstuhlseite, weißes Kabel. So. Weil da brauchen wir nicht unbedingt ständig damit was. Falsche Etage. Nehmen wir nicht unbedingt den Wassereimer an den Kübel gehen. So, Fahrstuhlseite, weißes Kabel. Nehmen wir gleich mal den hier. Ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich Gehwege mache, wenn ich so für die Gegend fliege. Ne? So, Nummer 12. Muss ich nachher nochmal einen Namen geben. Gucken wir uns gleich mal an, wie wir das am besten bauen.
So, der wäre schon mal an. So, das heißt, den ganzen Kram können wir eigentlich wieder zurückpacken. Und jetzt müssen wir uns mal angucken. Apotheke. Blüten. Pilzartige Blütenapotheke. Okay. Ist das verschieden? Naja. So, Rezept zu groß natürlich. Apotheke. Blütenapotheke. So. Den hätten wir schon mal. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich den jetzt draufstelle, ob der sich befüllt. Ah, schade. Na gut, versuch was wert. Wieso kann ich die da nicht rausnehmen? Haben wir keinen Eimer mehr. Für einmal im System? Macht er sich selber? Okay. So. Okay. Ja, schade, dass er doch nicht selber macht. Dann hat sich das mit dem Kabel eigentlich erledigt. Ich habe es vorher nicht getestet. Keine Ahnung. Hier gibt es ja noch eine andere Möglichkeit, da Wasser reinzumachen. Auch von innen wäre es jetzt optimal gewesen, aber scheint dann nicht anzunehmen. Na gut. Egal. Nicht weiter schlimm. Nochmal hellgrauer Beton. Ne, ich lasse es mal offen. Ich lasse es erstmal offen. Damit wir hier was sehen. Na gut. Dann könnte ich eigentlich das da unten eigentlich auch wieder wegmachen. Dann können wir dann nämlich von Simply Light ein schönes Lämpchen reinsetzen. Okay. So, den Quest haben wir fertig. So, das habe ich verstanden. Functional Flowers like a Hopper und so weiter. Generate Flowers produce Mana. Square Cycle. Okay. Ja. Habe ich noch nicht ganz verstanden, aber okay. So, jetzt haben wir hier die ganze Blumenbibliothek. Im Grunde. Und das hier wäre erstmal das erste, was wir gleich machen würden. Hydro und Gea. Wie kriege ich die? Okay, die kriege ich mit einem Blütenapotheker. Blauschimmender Pilz und Türkischimmender Pilz. Gucken wir mal. Pilz. Hellblau. Türkis schimmernder Pilz. Habe ich dafür nur einen? Oh, das ist schlecht. Grau. Brauner Pilz. Okay, den müssen wir anpflanzen, meine Lieben. Kann ich den anpflanzen? Ja, kann ich. Was braucht denn der? Andesit zum Beispiel. Wieso sind denn die alle nicht angepflanzt? Oh weia. Rotschimmernder Pilz. Gelbschimmernder Pilz, hellgrauer Pilz, schwarzschimmernder Pilz, wieso habe ich denn davon so viele oder kann ich die craften? Moment. Moment, Moment, Moment. Wir brauchen türkisschimmernder Pilz, ist der da? Okay, den kann ich craften. Auch gut.
blau schimmernder Pilz war das, glaube ich, wenn ich die gesehen habe. Und zwei. Gucken wir nochmal die Quest. Genau. Na gut, gucken wir mal, ob das so irgendwie geht. Ich weiß allerdings nicht, wie das geht, um ehrlich zu sein. Nee. Genau, das wollte ich nämlich nicht. Ah, okay. Also droppen quasi. Wenn ich nicht einen Magnet an hätte. Super. Ah, jetzt brauche ich noch einen Samen. Samen. Ist egal welchen Samen. Ja, ist egal. Okay. So, die hätten wir. Okay, noch eine zweite. So, Burning. Da brauchen wir braun schimmender Pilz. Braun schimmender Pilz. Braun schimmender Pilz. Eins, zwei. Was brauchen wir denn noch? Rot schimmender Pilz und hellgrau. Okay. Pilz. Hellgrau, ne? Und? Das habe ich ja vergessen. Ne, Hydro hieß sie ja gar nicht. Ich hab's ja vergessen. Ich bin alt. So, Endoflamm. Rotschimmernder Pilz. Okay. Pilz. Ne, von hellgrau brauch ich nur einen. Brauch ich noch roten? Pink. Rotschimmernder Pilz. So, eine Spüle haben wir gekriegt, sehr schön. Da brauchen wir noch einen Samen wieder, ne? Samen. So. Ach, jetzt fehlt das Wasser. Jetzt fehlt das Wasser wieder. Deswegen wollte ich dann an diesen immer nachfüllen. Also nachfüllen lassen. So, die haben wir auch. Okay. So, jetzt brauchen wir als nächstes diese hier. Das reine Gänseblümchen. Dazu brauchen wir weiß schimmender Pilz. Okay. So, weiß schimmender Pilz. Haben wir sogar schon genug von. So. Und wir brauchen Samen. Geht es auch mit einem Weißkohlsamen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, brauchen wir wahrscheinlich Wasser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das
Davon würde ich ganz gerne 8 Pflanzen haben. 2, 3, 4.2, 3, 4. So. Okay. 8 Stück haben wir. Das heißt, wir können wieder zurück. So. Wobei, funktioniert das mit der Spüle? Bin ja mal neugierig, ne? Spüle. Ja, wenn wir so schon gekriegt haben. Kann die da einfach auch hinterstellen? Ich werde aber mal austesten, ne? Also das funktioniert so nicht. Oben draufsetzen macht da keinen Sinn. So, wir setzen die jetzt auch mal kurz hier hin. Ich werde es auch mal ausprobieren, ob das vielleicht so irgendwie mit einem Rohr oder so geht. Rohr. Flüssigkeitsrohr. Also wenn es mit dem E-System nicht geht. Wie geht's ja damit? Aber der scheint auch keinen Connect zu kriegen. Nee. Na gut, war sowas wert. Aber wozu dann die Spüle? Versteht ihr, was ich meine? Naja, egal. So, gut, dann machen wir mal weiter. Und zwar laut Questbook. Mana. So, sieht das nämlich so aus. Das sind 4er, 8, 9. 9 mal 9 quasi, ne? 1, 2, 3, 4, 5, nee, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 5 mal 5. Okay. Dann brauche ich erstmal Gras. Und Erde so ein bisschen, damit wir nicht das ganze Gras verbrauchen. So. Wieso habe ich denn hier eigentlich eine Tür gelassen? Ob es hier in die Höhle geht. Okay. Gut, dann würde ich sagen. Fangen wir hier einfach mal an. Mit 2 Platz. Ja, ist egal. So, mit 2 Platz. 1. 2, 3, 4, 5 und wieder 2. So, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, Platz. So, okay. Dann hoffen wir mal, dass es auch wächst. Also das Gras. So.
So, dann bräuchten wir ja die Mitte, ne? 2, 3. 2, 3. Müsste das hier die goldene Mitte sein? Okay, die Magie kann ich ja wieder einschalten, glaube ich. Okay. So, dann brauchen wir Wasser. Wir brauchen Wasser. Hier. Okay, das ist ja näher richtig. Gut. So, machen wir noch Erde rein. Ich hoffe, das wächst hier auch, oder so wenig Licht. Kann die auch sein, ne? So, dann brauchen wir Wasser. Hier brauchen wir uns eigentlich die da. Okay. So, ich weiß jetzt nicht, ob der hier tatsächlich jetzt so ein bisschen die Erde macht. Ich würde einfach noch mal kurz für ein Simple Light. Für ein bisschen Licht sorgen in der Ecke. So, dann sieht man hier auch ein bisschen was. Okay. Dann bauen wir Schwarzeiche. Ja, müsste ja an sich so funktionieren. Ne? Wir werden sehen. Mach da auch nochmal eine hin. So. Ja, davon bräuchte man die auch mehr, ne? Von jeder Flamme theoretisch. Okay, gucken wir mal. So, was steht das jetzt auf dem Plan? Wir müssen den natürlich machen, ne? Blocks drop Nebi. Wir sind Burn, sind generate Mana. Ja, da werden wir uns ja noch ein System überlegen. Beziehungsweise wir können es eigentlich jetzt schon mal manuell machen.
zwar stelle ich mir vor, einen neuen Block. Jetzt mache ich es auf die Seite hier. Also auch wieder zwei Platz. So, dann gucken wir hier 1, 2, 3, 4. Ich will streuen. So, und das wird der Drop-Block quasi werden. Wir haben erstmal nur eine. Licht rein. So. Da war noch ein Grasblock. Ich hoffe ja, dass das Gras hier unten wächst. Dass wir hier der Drop-Block werden quasi. Gucken wir mal, Kohle-Block. Kohl. Kohle. Kohle-Block. Okay, haben wir sogar. So, den müssen wir jetzt hier droppen. Ohne Magnet natürlich. Was er verbrennen hat. Genau. Okay. Hätten wir. Haben wir. So, jetzt brauchen wir natürlich noch diese Gänseblümchen hier, hätte man ja gesagt. Ja, doch, Gänseblümchen. Trifft's ja. Noch da würde ich dann. Das will ich aber jetzt hier nebenstellen. Und zwar da die Ecke, hier die Pflanze, so die Breite quasi. Wo ist mein da? Jetzt hier ist ein bisschen lang. So, da sagt, da haben sie gesagt, nehmen sie Gänseblümchen. 8 around. Ich habe von der Mod nicht wirklich Ahnung, aber ich sag's gleich von vornherein. So. So, gucken wir mal. So. Wir führen erstmal ganz kurz mal das Licht hier weiter. Ups, das war der falsche. Grasblock oder mehrere. Man hätte dann doch schon ganz gerne so ein bisschen Gras. So, auch das umranden wir natürlich.
Das hier fangen wir auch an, so an. Ja, ist mal so, da kommen, wenn da noch mehrere daneben kommen. Lassen wir es mal so. So, jetzt zu unserem Thema hier. Und zwar, es wird hier eine Reihe lang gehen. Blümchen und hier eine Reihe. Wir messen hier vorne am besten auch. Das heißt, hier muss ein hin. Kommt hier theoretisch ein 2 frei. Ja. 1, 2 frei. 1, 2 frei. 1, 2 frei. Ja, geht genau auf. Also, schön abgeschätzt. Okay. So, und jetzt soll er angeblich. Wo nehme ich da hin? Stein. Und wir brauchen Holz. Ich glaube, da kann man, glaube ich, jeden beliebigen Stamm nehmen, glaube ich. Nehmen wir Eichenstamm. Und zwar, wenn ich den jetzt hier hinsetze. Daneben Stein mache. So, hier einmal Stein hin. Da Stein. Da. 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 Und dort. Baumstamm noch da. Das ist nämlich falsch. So, da verwandelt er sich nämlich in Living Wood. Sehr schön. Und in Lebestein. Sehr schön, so muss es sein. So, noch die letzten hier, die diese umwandeln. Okay, ich glaube, jetzt haben wir's. So, Lebestein. So, Shapeless. Haben wir. Wir haben Living Wood, Logs und Lebestein. Quest bestätigt. Stein, Eichenstamm. Okay. So, brauchen wir Mana-Becken. Das machen wir aus Lebestein. Nehmen wir die. Lieber Holzzweig, okay. Okay. Mana Becken. Mana Becken. So, wir haben eins. 2, genau, 2. So, dann brauchen wir diese komische Wand. Wo ist er denn? Ich sehe nicht. Nee, das war der nicht.
Also ja, war schon Botaniker, aber. Nee, das war ein anderer. Wie heißt denn das Ding? Stab des Waldes. Ja, danke. Ich glaube, irgendwann fange ich doch an, und das auf Englisch zu spielen. Stab des Waldes. So, das machen wir mal das. Eins. Zwei. Drei. Stab des Waldes. So. Davon machen wir mal zwei. Aber ich würde die Dinger nämlich ganz gerne auf den Podest stellen. Die Frage ist, wohin? Also ich würde das, glaube ich, jetzt erstmal hier hinstellen. Wir können es ja immer noch umbauen. Den zweiten. Jetzt auch mal daneben. Jetzt gleich, ob ich den da oben draufsetzen kann. Ja, okay, sieht nicht so besonders toll aus, ne? Okay, ja, wieder weg. Dann bauen wir da irgendwas. Später irgendwas anderes runter. Ich weiß noch nicht genau was. Aber das sieht doof aus. Aber erstmal, ich will auf jeden Fall ein bisschen höher haben. So. Gut, mal weiter gucken. Den hätten wir. Den hätten wir auch. Black Lotus, wo ich den denn her? Na gut. So, da brauchen wir direkt den Mana, ne? Wir brauchen eigentlich den Mana-Verteiler. Okay, gucken wir mal. Mana-Verteiler. Der Elbenverteiler. Wie sieht denn der so anders aus? Oder ist der schon wieder anders? Ach, ich geh doch. Ne, ach, Verbreiter. Mana Verbreiter. Mana Verbreiter, den da. Eins. Theoretisch immer zwei, ne? Zwei. So, und zwar. Ich den jetzt mal dahin stellen. So, die nach da. Und du. Ach da. Nee, das ist nicht. Ah, mit rechts. Okay, verstehe. Jawohl. Das sieht schon mal gut aus. Ich glaube, da kommt auch schon ein bisschen Mana rein. So, aber ja, ist natürlich noch nicht so viel, aber der Anfang ist schon mal da. So, dasselbe machen wir jetzt hier drüben auch irgendwie. Und zwar bauen wir uns mal von hier mal kurz da oben drüber. So, sagen ihr jetzt nach dort.
So, und die macht das jetzt ja die theoretisch ganz von der ganz alleine hier. Es ist halt eben nur langsamer mit dem Wasser. Effektiverweise natürlich hier drüben. Mit denen. Da brauchen wir einen Codeblock. Ich schmeiß das jetzt hier erstmal alles kurz mal ins System zurück. Was wir hier gerade so nicht brauchen. So, Kohleblock. Und da kriegen wir mal so ein Stack. So. Davon brauchen wir natürlich viel mehr, ne? Huch. Das weiß ich natürlich nicht. Sind wir hier natürlich keinen Prozent dazu. Man sieht natürlich jetzt auch hier relativ wenig, aber es müsste hier ankommen. Ich glaube, der Balken wächst auch so ein bisschen. Aber wir müssen jetzt natürlich hier deutlich mehr machen, ne? Ja, okay. Aber der Anfang ist schon mal gemacht. Wir müssen das hier noch ein bisschen ausbreiten. Wir müssen hier mal einen Automatik-Dropper. Also hier drumherum müssen die Pflanzen drum und in der Mitte müssen es droppen. Dann müsste ich da mal gucken, wie wir es am besten bewerkstelligen. Und ja, das Becken da hinten müsste sich eigentlich auch eigentlich. Wie gesagt, das ist langsamer, dafür braucht man dafür keine Aktivität. Na, dauert halt ein bisschen. Aber wir sehen auffüllen. Okay. Fühlt sich denn wirklich was? Kann man noch nicht sehen, ne? Ja, wobei, der fühlt sich jetzt so ein bisschen und schießt es dann rüber, ne? Also ein bisschen. Scheint das zu gehen. Okay, meine Lieben. Ich denke mal, das reicht für heute. Für den Anfang. Wir haben ein bisschen Botaniker gemacht. Gucken wir mal kurz in die Quest rein. Use direkte Flows of Mana Shooting Out Mana Burst. Genau. Okay, Creating Mana Infusion Resources. Aber wann habe ich die denn gemacht? Der bestimmt gekriegt irgendwann, ne? So. Okay. Genau, von dem Ressourcen werden wir dann natürlich auch mal ein bisschen, also hier in dem Mana Stahlbarren gibt es bestimmt auch, genau, gibt es auch Essenzen, die werden wir auf jeden Fall machen. Da brauchen wir 4 Mana Stahlbarren, dann können wir unseren Seed machen und der wiederum droppt auch Seeds, ja, okay, sehr, sehr gut. Und von den Terras, die gibt es bestimmt auch ein Seed. Ja, gibt es auch. Okay. Also das wäre schon mal der Hauptpunkt. Und dann gucken wir mal, ob sie das hier so ein bisschen füllt. Das bleibt wahrscheinlich nicht so einfach nur so hängen in der Luft. Also das werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen verschönern. Aber mal gucken. Aber der Anfang ist gemacht. Okay. Das war der Start mit Botania. Und da machen wir dann nächstes Mal weiter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!